So, Ei und Milch. Wir haben gar nicht mehr so viel Eier, aber Milch haben wir noch ein bisschen. Warte mal, da fällt mir auch ein, ganz ehrlich. Wo haben wir die denn? Wo habe ich die jetzt hingetan? Ich nehme das Ding auch noch mit. Dann kann ich das nämlich, das essen wir zuerst. Und dann die Omelettes. So. Oh, größerer Rucksack ist schon ziemlich cool, muss ich ja sagen. Okay, wir gehen erstmal schnell noch zum guten Clint, einfach weil, ja, ne, bevor der zumacht oder so. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Feldern so anfangen können. Das wird eine ganze Menge dieses Mal. Also, ne, mein Inventar ist voll mit Stuff. Okay, ist niemand draußen hier, ne? Oh, guck mal, ein Vogel. Ich könnte danach auch noch schnell zum Strand einmal gehen und da gucken. Da ist eine Sonnenblume, guck mal. So. Zack. Hi. Na, wie ist es bei dir? Kannst du mal ein paar Geoden für mich kaputt machen? Zack, was ist das denn? Okay, hier gibt es noch ein bisschen mehr Kupfer. Und ein paar Steine. Gut, dass ich mehr Inventarplatz jetzt habe. Oh, guck mal. Eine Ancient Drum. Eine Frozen Tier. Zack, was ist das denn? Ein Opal. Clay. Da können wir gleich auch direkt nochmal gucken, was der Gunther davon alles haben möchte. So und so. Was ist das? Das ist auch ein Dolomit. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das schon habe. So. Zack, New Achievement. Oha. Okay. Nee, da sind keine raren Edelsteine drin. Oh, aber wir kriegen es wieder. Und natürlich auch ein bisschen Zeug dafür. Zack, was war denn das Achievement, was wir gekriegt haben? Wo steht das überhaupt? Ist das bei den Options irgendwo? Nö. Hier sieht man meine Options, ne? Hier, so sieht das übrigens alles aus. Warum haben wir eigentlich keinen Hardware-Cursor an? Oh, deswegen habe ich keinen Hardware-Cursor an. Der ist hässlich. Okay, nichts gesagt. Ich hoffe, das hat jetzt nichts kaputt gemacht an der Aufnahme, aber glaube ich irgendwie nicht dran. Gut, dann geht es einmal kurz zu Gunther. Was möchtest du denn alles so davon haben, was ich da gerade gefunden habe? Zack. Guck mal, das will er haben. Können da sogar noch so ein bisschen rüber scrollen. Wir kriegen schon wieder eine neue Belohnung. Das will er haben. Noch ein neuer Rekord. Nee, ein neues Reward. Okay. Und wir haben noch eine komische... Wie viele Rewards kriegen wir eigentlich gerade? Holy crap. Hi, ich hätte gerne ein paar Rewards. Ein Drumblock. Okay, ein Singing Stone. Und die Jade Hills. Oh, das ist cool. Das gefällt mir durchaus. Warte mal. Machen das mal so und so. Na gut. Klingt alles nicht schlecht. Wobei, ich den Singing Stone werde ich wahrscheinlich auch aufhängen und so aufstellen. Aber naja. Der Drumblock ist nicht unbedingt so meins. Hi, hallo. Ah, der Herbst ist hier. Ich war schon so genervt vom Sommer. Warum das denn? Wir hatten da beim letzten Mal drüber geredet. Na, eigentlich bin ich auch kein Sommermensch. Aber in diesem Fall, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Spiel, sondern so allgemein dieses Jahr in dem Fall, da war ich durchaus auch mal ein bisschen in Sommerstimmung, im Sommerfieber. Okay. Oh, guck mal, der hat da Pilze aufgehangen als Bilder. Wie cool. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass wir zum Beispiel nee, von den Korallen... Na, waren das jetzt zwei dann? Ich glaube, das waren nicht zwei. Es ging nur so schnell hintereinander. Deswegen sah das aus, als wären es zwei. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Dammit. Dass ich dieses Jahr auch tatsächlich... mich auf den Sommer ein bisschen gefreut habe, was unüblich ist halt für mich. So, wir gehen mal hier unten lang, einfach, ja, kein total spezieller Grund, aber einmal kurz so am Wald lang. Vielleicht gibt es ja Blümchen oder so. Gibt es im Herbst wohl Blümchen? Ich weiß das gar nicht. Ich sehe gerade keine. Unter Umständen müssen wir die selber anpflanzen und dann verschenken. Oh, guck mal, hier ist nirgends so richtig Platz mehr. Machen wir das mal so. Überall Steine und so Stuff. Wie blöd. Da ist noch ein Stein, den mache ich auch noch schnell weg. So, weil er im Weg steht.
Okay, Plan ist, wir müssen irgendwie das, ich werde das mal so ein bisschen da alignen und ich werde das ein kleines bisschen weiter weg machen vom Haus dieses Mal. So, das ist gerade mein Plan. Das wollte er nicht haben. Okay. Den kann man auch verkaufen. Okay. So, pass mal auf. Dann, das kommt da rein. Das Clay kommt da rein. Das und, nee, Moment, das ist ein Mineral. Das kommt da nicht rein. Das kommt aber da rein. So, dann gehe ich kurz ins Haus. Ja, mein Bild. Das können wir übers Bett hängen. Das sah wie ein großes Bild aus. Wie funktioniert denn das? Achso, ach, ich bin blöd. Wie funktioniert das? Oh Mann, Snizzle, Snizzle, Snizzle. Guck mal, das ist tatsächlich ein groß... Sieht aber hässlich aus da, ne? Wie blöd. Aber wenn ich das so mache... Ich kann das Bett nicht verschieben, das ist natürlich schlecht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Wie ist mit dem komischen Stein aus? Wie lustig. So, den anderen Stein tue ich erstmal weg. Den will ich gerade nirgends aufstellen. Wir packen aus dem das und das noch weg. So, jetzt aber. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir anfangen, hier unsere Felder aufzubauen. Und zwar möchte ich, glaube ich, hier erstmal anfangen. Zack, zack, zack. Machen wir hier erstmal so ein 9er-Feld hin. So. Das Ganze mache ich auf der Seite auch nochmal. So. Okay. Dann würde ich, glaube ich, hier einmal 2, 3, 4, 5, 5 reichen. Zack, damit es auch immer mal ein bisschen anders aussieht. Ne? Man will das ja nicht immer gleich da stehen haben. Was brauchen wir denn noch alles? Wenn ich jetzt mal 1, 2, 3, das reicht nicht, ne? Bis da oben. Das ist natürlich schade. 1, 2. Mal hier noch so ein Ding hin. Oh, guck mal, Clay. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber hey. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Das hätte ich jetzt gerne hier nochmal neben, aber das passt nicht ganz. Das sieht komisch aus dann. Dammit, dammit, dammit. Ist aber nicht so schlimm. Ich mache das jetzt einfach weiter nach hier unten noch. So, das wird das nämlich für unsere wiederverwertbaren Pflanzen, sage ich jetzt einfach mal. Nenne ich jetzt einfach mal so. Dann, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche. Fangen wir erstmal an, Sachen zu pflanzen. So, wir haben den Basic Fertilizer und besseren glaube ich noch nicht, ne? Nicht wirklich. Wir haben den Deluxe Speed Grow theoretisch, den Retaining Soil brauche ich nicht. So, wie viel haben wir denn erstmal? Ich brauche erstmal... Ach komm, wir machen erstmal. Machen wir erstmal irgendwie 100 oder so. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Aber da ich den Sepp für sonst nicht besonders viel brauche, passt das schon. So, zack, zack. Fangen wir erstmal hiermit an. So, zack, zack. Oh, da fällt mir ein. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen Platz machen für die Geräte hier. So. Packen wir hier mal so ein Ding hin. Und packen wir hier mal so ein Ding hin. So. Wird schon wieder dunkel, ne? Krass. Muss ich echt ein bisschen mich beeilen hier. Wobei, wir haben ja Zeit durchaus. So ist es ja nicht. Dann packen wir die Dinger da gleich schon mal hin. Die können wir auch auf jeden Fall hier. Zack. Ich habe hier auf jeden Fall genug, dass ich hier noch überall was anpflanzen werde. Das heißt, eigentlich kann ich hier schon mal alles mit... damit ausfüllen. Ich muss vor allem gleich auch noch mal gießen. Moment, die Sprinkler brauchen wir auf jeden Fall. 5 Stück hatten wir davon. Das waren sogar mehr, als ich hier gerade dachte. Zack, zack. Aber am ersten Tag scheint man die trotzdem noch mal gießen zu müssen. Na prima. Ach ja, wir haben noch diesen speziellen Samen. Habe ich den mitgenommen? Nee, sieht nicht so aus. Den muss ich auch noch mal irgendwo gleich... Wo war den denn? Dammit, wo habe ich den hingepackt? Ist der hier drin? Nein. Oder habe ich den doch mitgenommen? Ist der hier irgendwo? Nein, ich sehe den nicht. Doch, da. Da ist er. Der rare Samen, den packe ich mal irgendwie... Wo steht denn das? Das steht sowieso ein bisschen... Doch, ich packe den jetzt einfach mal hier so direkt hin.
Weiß nicht warum, aber der wird jetzt ein bisschen extra gestellt. So, den pflanze ich auch direkt erstmal ein. Damit ich den auf jeden Fall auch nicht vergesse. Der wird auch direkt erstmal gegossen. Flup. So. Dann folgendes. Blumen kommen dahin. Ich würde sagen, wir pflanzen erstmal die Dinger hier. Oh, es wird tatsächlich schon dunkel. Das ist nicht schön. Wir haben nicht so lange Zeit. Ah. So. Dann, ach ja, genau, die Cranberries kommen hier unten hin. Ich hoffe, ich schaffe das hier alles noch. So. Dann Blümchen. Wir haben die Blumen. Und das waren, glaube ich, auch Blumen, oder? Gott, wir haben viel zu viel. Das reicht noch nicht mal alles hier, was wir bis jetzt haben an Feldern. Wie krass. Ich brauche noch mehr Felder. Okay, das ist in Anführungsstrichen nicht so toll. So. Ich hätte das vielleicht wieder nicht so machen sollen, weil so sehe ich am Ende wieder nicht, was abgeht. Ganz ehrlich, ich bewässere jetzt erstmal, bevor ich das am Ende irgendwie nicht mehr gebacken kriege zeitlich. Bewässern wir erstmal alles, was bis jetzt da ist. So. Das müsste, glaube ich, noch gehen. Wir haben ja theoretisch bis fast 2 Uhr oder so haben wir ja eigentlich Zeit. Das geht grundsätzlich. Das ist nicht das große Problem, aber wer weiß. Da wollte ich nicht bewässern. So, die Dinger werden schon mal alle auf jeden Fall jeden Tag selber bewässert. Das ist wunderschön, die Dinger hier. Hätte ich vielleicht bei anderen auch noch mal so machen sollen. Ich habe nämlich nicht hoch. Ich habe nicht so viele gehabt. So, die Tiere sind schon wieder reingegangen. Wie gesagt, ich hoffe noch, dass das von dem Wind her nicht... Oh Gott, wenn mir der Wind hier die Pflanzen irgendwie wegspült, was mache ich denn dann? Ach du Schande, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Oh oh, ich hoffe, das funktioniert. Wenn jetzt nachher alles weg ist, ne, dann habe ich gelitten, aber ich wurde auch nicht darauf hingewiesen. Das heißt, naja, das ist ein Fehler, den ich dann wohl mal gemacht haben muss. Und es wird ultra dunkel jetzt. Eieiei. So, wir können erstmal noch 9 Sachen dahin. Packen wir die mal dahin, die gehen schnell. So, ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Ich bin praktisch blind. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich noch ein bisschen was auf morgen verschiebe. Warte mal, erstmal noch diesen Baum da fällen, weil ich glaube, ich brauche den Platz hier. Zack, zack, zack. So. Flupp. Dann lege ich jetzt erstmal noch neue Felder an. Ist mir jetzt egal. Ich nehme mir jetzt die Zeit. Es ist super spät, aber oh, ich gehe gerade kaputt. Merke ich auch so. Nehmen wir mal ein Fried Egg. Das ist eine Menge, aber ich nehme direkt noch eins. Moment, 49 Energie? Warum nur 49 gerade? Hm, keine Ahnung. So. Dann kommt hier jetzt erstmal der Jam hin. Ich mache das jetzt, ach warte mal, erstmal natürlich. So, ich glaube, ich habe alles. Und auch das wird erstmal direkt bewässert. Jetzt sehe ich das langsam echt schon gar nicht mehr, ne? Krass. So, so. Kommt direkt noch ein Feld runter. Zack. Zack, zack. Ich hoffe, das ist noch nah genug an der Vogelscheuche dran. Ich glaube, ich muss dann auch noch mal ein paar Vogelscheuchen aufbauen. Und hier passt leider nichts mehr zwischen, nämlich genau nicht. Toll. So, dann kommen da mal noch die Sonnenblumen hin und dann fehlen nur noch die Pumpkins. Ah. Das, kriege ich das noch hin? Ja, das geht noch, das schaffen wir noch schnell. Die mache ich dann, glaube ich, noch weiter nach oben. Das ist blöd, dass ich das hier irgendwie so gemacht habe, das war nicht clever. So, warte mal, wie mache ich das denn? Ich könnte die Pumpkins natürlich auch irgendwie anders hinstellen, aber... So in einer Dinger hier, ne? Warte mal. Ist das doof? Ich mach das jetzt so. Zack, zack, zack. Das waren jetzt, wie viel waren das? 4, ne? Einen brauche ich also noch. So. Pass mal auf. Ja, ich weiß, dass es langsam spät und dass er müde wird und so, aber so ist das halt. Da müssen wir jetzt einmal an dem ersten Tag vom Monat müssen wir da mal gerade durch. So, und dann packe ich hier nämlich auch noch welche hin. 1, 2, 3, 4.
So, dann haben wir tatsächlich noch ein kleines bisschen Dünger übrig. Dünger haben wir übrig. Ach ja, die restlichen sind hier. Hätte ich vielleicht hier die 5 nehmen sollen. Naja, ist ja egal jetzt. Sieht trotzdem wahrscheinlich relativ schick aus, hoffe ich morgen. So, jetzt ist es aber auch wirklich spät. Mal auf. Ja, 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 es ist müde. Du bist müde, wollte ich sagen. So, zack, zack, zack. Warte mal, den Sprinkler tue ich noch irgendwo hin. Schaden tut's ja nicht. Packen wir den mal dahin. So, jetzt geht's ins Bett. Alles ist bewässert, alles sollte gut aussehen. Da können wir mit schlafen. Der erste Herbsttag, lange, lange hat er gedauert. Aber hey, wir haben noch ein bisschen Geld gemacht auch bei der ganzen Aktion jetzt. Und damit ist der zweite Herbsttag. Es ist natürlich die Frage, ob ich vielleicht versuche noch mehr Dingens übrigens. Es ist windig, aber trotzdem schön, das ist doch gut. Noch mehr Sprinkler, um die zwischen die Felder zu bauen, wie ich das gerade auch schon gemacht habe. So, es wird morgen regnen, den ganzen Tag. Okay, das heißt abends auf jeden Fall die Tiere rein. So, wie sieht das aus mit den Geistern? Die sind besonders happy heute und werden uns mit gutem Glück voll regnen. Das ist doch schön, grundsätzlich natürlich. Oh, guck mal. Da gibt es direkt mal ein bisschen... Oh, 500 Gold. Was ist jetzt los? Moment. Ich habe gehört, Snizzle, dass du einigen Leuten in der Stadt ganz gut zur Hand gegangen bist. Jeder wirkt irgendwie sehr, sehr dankbar. Ich gebe dir dafür diesen Monat den Preis bester Nachbar. Mit einem kleinen Geldgewinn natürlich. Mach weiter so, Louis. Oder besser gesagt, Mayor. So, guck mal. Erstmal gehen wir, dann würde ich mal sagen, ganz kurz. Ich mache hier schon mal... Ach, du bist schon draußen. Na gut. Dann machen wir das halt so. Zack, müssen wir es heute Abend machen. Ich dachte gerade, das können wir auch vielleicht dann jetzt schon machen, aber naja. Flup. So, eine Milch, eine Milch, eine Milch. Und oh, guck mal, es ist wieder ein großes Ei geworden. Das ist doch schön. Das gefällt mir doch immer. Das heißt ja, ihr geht es offensichtlich auch gut. So, wie sieht das hier aus? Alles prima, alles prima. Ich überlege, ob ich vielleicht noch ein zweites Tor irgendwo reinmache, damit ich da auch außenrum lang gehen kann. Aber naja. Ja, ich weiß, ich muss auch gleich noch ein bisschen hier... ein bisschen ist gut. Ich muss gleich auf jeden Fall auch noch hier die Felder bewässern. So, wir kriegen auch noch ein bisschen wilden Honig dazu. Oh, und wie sieht das hier aus? Pilze sind nämlich wieder da. Guck mal, das ist doch schön. So. Wunderschön. Dann können wir den Rest erstmal nämlich nach drinnen bringen. Ich muss auch diesen Monat auf jeden Fall zusehen, dass ich genug genug für den Winter habe, Tierfutter. Sonst muss ich mir das nämlich kaufen, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Pilze hatte ich inzwischen auch. Komm, Honig tun wir auch noch ein bisschen da rein, passt schon. Und dann würde ich sagen, geht es mal los hier mit ein bisschen Pflanzen bewässern. Zack. Es wird wieder ein bisschen, die Musik hört wieder auf, das ist schade. Dass die so früh aufhört hier. Zack. So. Das hat aber tatsächlich nur das Korn überlebt, ne? Den Weg in den Sommer, den Weg in den Herbst vom Sommer. So. Oh, ist das schön, dass ich die jetzt nicht mehr gießen muss. Ich muss quasi nicht, gefühlt zumindest, ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt, ich muss nicht mehr gießen als vorher. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Habe aber deutlich mehr angepflanzt. Das ist natürlich cool. So. Und dann kann ich theoretisch versuchen, bis ich die nächste Saat mache. Weil alles, was hier ja Neuner-Dinger sind, ich glaube fast alles zumindest, das sind ja Pflanzen, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die nur einmal geerntet werden. Das heißt, wenn die einmal abgeerntet sind, dann kann ich auch nochmal da vielleicht Sprinkler hinsetzen danach, sodass ich dann auch solche Felder hier habe. Dann habe ich zwar einen weniger, muss aber nicht mehr so viel gießen. Was vielleicht ganz schön ist. So.
Weißt du, was wir jetzt erstmal machen? Ich würde sagen, jetzt werden wir erstmal hier oben lang gehen in Richtung der Berge. Ich habe schon wieder die ganzen Werkzeuge mit. Naja, es ist aber diesmal gerade gar nicht so schlimm. Und dann schauen wir erstmal, was gibt es überhaupt so im Herbst? Was gibt es da so zu finden zum Beispiel? Finden wir überhaupt schon irgendwas, ist die große Frage. Hier sehe ich nämlich zum... Doch, guck mal, da liegt was. Was ist das? Eine Haselnuss. Oh, guck mal, und das ist direkt eine schöne Haselnuss. Gibt es hier oben auch was? Wie sieht denn die Wüste überall? Also die Wüste. Wie sieht das hier überhaupt? Oh, guck mal, Linus, was machst du denn da? Bist du gekommen, um mich zu ridicule? Ich weiß es nicht. Ich, gehe nur meinen eigenen Sachen nach. Ist da etwa gerade jemand drin vielleicht? Spannt der etwa? Ich guck mal kurz da rein. Wir sind sowieso, was die Energie angeht, schon sehr weit unten. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen Energie tanken, wenn wir sowieso schon hier sind. Machen wir das mal. So. Der hat da so reingeguckt. Ich weiß nicht. Was, also warum kommt der nicht rein, wenn der hier rein will, zum Beispiel? Ach, man darf sich hier drin nicht bewegen, ne? Sonst kriegt man keine Energie. Ich gucke jetzt trotzdem mal, ob hier irgendjemand ist. Vielleicht so im Herbst hätte er sein können, aber scheinbar nicht so. Eine Haselnuss. Das ist eine große Haselnuss. Eine große Haselnuss. One big hazelnut. Oh, warte mal. Bisschen Energie tanken. So, da macht er auch die Augen so ein bisschen zu und chillt. Das ist doch schön. Und ich gönne mir da mal einen Schluck Kaffee, weil mich entspannt das. So. Da bin ich ja sehr gespannt. Wir brauchen ja auch noch einige Sachen. Guck ich mal gerade. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, guck mal gerade kurz nach. Animal Bundle, ja, Vollcrops, okay, wir brauchen natürlich, ach, Korn brauchen wir dafür tatsächlich auch. Korn und Jam haben wir, glaube ich, beides schon. Quality Crops, okay, wir brauchen auf jeden Fall Pumpkins noch große. Das aber nicht. So, was brauchte ich denn auf jeden Fall nicht? Noch Fall Foraging, Winter Foraging brauchen wir auch noch. Und das hier, weiß ich noch nicht, wie wir das machen sollen. Kaktusfrucht, oh Gott, das ist alles irgendwie eine Menge. Das kriegen wir, glaube ich, so schnell nicht zusammen. Aber das hier... Da brauchen wir noch einen. Oh, guck mal, davon haben wir welche. Wild Plum brauchen wir noch und Blackberries brauchen wir. Dann haben wir das aber auch. Das wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir das auch noch zusammenkriegen. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder nur, in Anführungsstrichen, diese wilden Herbstsamen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das kann man ja dann durchaus mal machen, ne? Mehr Kram. So. Bleibt mal schön. Also du kannst auch gerne da reingehen, ne? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Guck mal, da war ein Eichhörnchen. Da, oh, wie knuffig. Meine große Frage ist, gibt es Blumen im Herbst? Oder muss ich die tatsächlich anpflanzen? Wenn ich welche... Oh, da unten sind noch ein Haufen Haselnüsse. Krass. Zack, zack. Haselnüsse. Gibt es da noch mehr irgendwo? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Oh, wir haben sogar direkt eine gute Haselnuss gekriegt. Gute Güte. Nicht schlecht. Es waren zwar alles nur Einser, also Einzelne, aber immerhin. Ich gehe fast davon aus, dass wir hier in der Stadt nicht unbedingt was finden. Doch, guck mal, Blackberries. Ich habe nichts gesagt. Na, gib mir die Blackberries. Es sind sogar direkt zwei. Aber gute, da ist die Frage, ob ich die dann wirklich weggeben möchte. Hallo, Hayley. Weiß nicht, ob die sowas mag, so insgesamt. Die Leute hier. Das heißt, ich glaube, ich werde mich erstmal auf Blumen vielleicht beschränken, wenn ich Leute beschenken möchte. Hi. Na?